Und da bimmelt es auch schon los. Hier am Fuß, unten in der Hacke, an der alten Festung, sollet Lüppen auf Zitrone. Ja, und der Zipfelklatscher, der alte Bänger, der meinte so, Alten, guck mal hier, unten an der alten Festung, in der Hacke, soll abgehen auf Zitrone seit Anfang letzter Woche wohl auch schon. Und da wurde anscheinend auch schon was gefangen in Richtung Amure und vielleicht auch noch ein paar Schubbis. Wir testen einfach mal. Ich habe mein Setup ein bisschen umgebaut, weil der Untergrund hier ein bisschen spezieller ist. Aber der erste Kandidat ist schon da und ich habe noch keinerlei Futtermische drin. Also einfach nur Basis, also einfachste Boilies sozusagen. Ohne Futtermische, ohne PVA, ohne alles. Zack, und es bimmelt los. Schon mal nicht schlecht. Also, größentechnisch fängt jetzt schon mal ganz gut an. Ich habe zwei Routen hier relativ normal zusammengebaut und ich habe die dritte besonders groß zusammengebaut. Also wirklich so, dass da wahrscheinlich eine ganz, ganz schlechte Frequenz drauf ist. Aber vielleicht ballert ja dann da der richtig dicke Brocken rein. Wäre halt richtig gut. So zumindest die Theorie. Heißt also, links und rechts sind, ich sag mal, die normal großen Boilies dran. Gehen wir natürlich gleich im Detail noch drauf rein. Und in der Mitte der richtig dicke Brocken. Ja, von der Position her, wer die alte Festung so ein bisschen kennt, das hier ist auch eine der ultimativen Stellen, die man nutzen kann, gerade wenn man im Anfängerbereich unterwegs ist und gerade wenn man noch nicht so ein geiles Setup hat, dass man sich hier hinstellt und hier auf Amure, auf Karpfen geht. Man kann das auch mal testen in der Nacht, vielleicht sogar auf Aal. Auch das kann immer wieder ganz gut funktionieren. Also hier dieser gesamte Bereich. Allerdings dann auch weitergehend. Man kann das auch mal da hinten probieren, an den Seerosen. Speziell, wenn man so auf Aal aus ist. Und gerade, wenn man eh die alte Festung komplett ein bisschen erkunden will und hier nochmal, vielleicht, man ist vielleicht gerade in dem Level 12 Bereich herum, zwischen 12 und 20 und testet erstmal so ein bisschen was aus, dann ist das hier halt super gut zum Probieren, denn die Stelle ist ja so ein bisschen separiert. So, da ist er, der Fuß. Wenn man es geschickt anstellt, hauen die Fische eben hier nicht ab. Je, egal wie groß der Brocken ist sozusagen, ich sag mal so rund 100, 120 Meter Schnur wird man ja schon auf seiner Rolle haben. Alles was da drunter ist, dann sollte man echt überlegen, ob man sein Setup richtig zusammengebaut hat. Aber so ist das halt hier eigentlich ein geschlossener Bereich, wo kaum ein Fisch raus kann. Wenn man eben immer versucht, dass die Fische nach dahin fliehen. Das heißt also, man zieht die Rute nach links rüber. Ich zeige das vielleicht gleich noch, wenn ein großer reingeht. Und dann hauen die eben nach dahin ab und kommen da natürlich auch nicht mehr raus. Heißt also, man kann, egal wie groß der Fisch ist, man kann die hier drin schön müde drillen. Solange die halt hier nicht unter der Brücke durchschwimmen, ist alles sicher. Und das macht das Ganze eben hier so interessant, gerade eben auch mit einem Anfängersetup, dass man eben hier einfach mal probiert, auf dickere Brocken zu gehen. Mit sowas wie einem Feederset Start oder sowas würde ich das trotz allem nicht machen. Damit schrottet man sich bloß alles ab. Ja, ich sag mal mittelgroße Feederrouten oder man hat sich hier vielleicht die Carp-Routen schon geholt und dazu eine HSV draufgepackt. Dann kann man das machen. Ja, 9 Kilo, der nächste Brocken. Gar nicht schlecht. Ich habe übrigens hier einen Clip eingestellt auf 10 Meter einfach mal. 10 Meter reicht. Guck mal, jetzt haut er hier gerade ab, so nach links. Und jetzt gehen wir mal locker in die Bremse. Sagen wir mal, wir können nicht mehr ziehen. Dann ziehen wir jetzt hier so links rüber. Volles Matt links rüber. Laufen vielleicht sogar noch bis hier vorne hin an die Spitze. Ziehen, 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 dass er nach da hinten abhaut. Genau das ist halt der Punkt. Und wenn er trotzdem noch weiter hier in die Richtung abhaut, weiter rennen bis zur Brücke und direkt vor ihn stellen und sagen, du kommst nicht vorbei. Und dann haut er auch irgendwann in die andere Richtung ab. Weil die wollen ja weg von dir. Und das machen wir uns halt, ja, zunutze. Wenn die abhauen wollen, dann lassen wir sie abhauen. Der hat tatsächlich ein bisschen mehr Speck an den Rippen. Gar nicht schlecht. Das fängt doch schon ganz gut an hier.
So, auch nicht übertreiben hier, auch von der Bremse nicht übertreiben. Wenn er ein bisschen ziehen will, dann soll er ziehen. Auch jetzt hier nicht mit der rechten Maustaste hart reinpumpen oder sowas. Sondern einfach erstmal locker drehen, einkurbeln, auch nicht mit Shift. Und dann gucken wir mal, ob er gleich kommen will. Und natürlich auch immer hier, gerade wenn man ein Setup hat, was vielleicht noch nicht so gut ist, schön rein in den Blank. Also schön in die Rute reindrücken, dass der Fisch erst die Rute rumbiegen muss. Und dann auch noch hier in die Schnur. Ich habe jetzt ja auch noch Monoschnur drauf. Das heißt, die Monoschnur ist auch noch so ein Gummieffekt. Das heißt, der hat richtig, der verausgabt sich richtig in diesen ganzen federnden, in der Gummischnur sozusagen, in der Monoschnur und halt in der Rute. Oder halt so nach oben, das ist auch eine Möglichkeit, richtig schön nach oben. Das heißt, wir haben hier so einen 45-Grad-Winkel wieder, so einen rechten Winkel. Und da muss er dann halt erstmal seine ganze Kraft drin verausgaben. Nach oben ist sowieso auch immer ein ganz gutes Ding, denn nach oben haben sie am wenigsten Kraft, die Fische. Das heißt, wenn man so hochzieht, lübt das ganz gut. Ich glaube, da planscht es auch schon gerade, er ist schon fast da. So, nochmal kurbeln. Den Kescher langsam schon mal raus. Und da ist er schon, zack, fast 15 Kilo. Schöner Brocken, 14,6er Amur, schmeckt. Also das Ding auf der HSV, da wäre erstmal der Vormittag hier, da wäre der Vormittag gerettet. Okay, das war die 3, das ist die 1 gewesen. Ziehen wir den mal eben. Ja, wie gesagt, noch keine Futtermische, ne? Ich bin bis jetzt schon super zufrieden, ohne alles. Läuft das schon, aber eine Futtermische bauen wir doch gleich noch zusammen und gucken, was da noch gehen kann. So, dann ist das die 1. Die 1, zack, auf 10 Meter hier auch. Und jetzt gehen wir aber erstmal aufs Setup ein. So, links und rechts die beiden Aktiven, die in der Mitte, da gucken wir mal als erstes rein. Das Dingen ist natürlich hier speziell 26er Boily. Das ist ein Schneeball, Alten. Also fast. 26er Boily, richtig dicker Klumpen. Dazu noch ein 20er frische Limette habe ich genommen. Also quasi dicke, fette Zitrone mit einem Limette-Kick auf dem 1-0er Haken und dann mit Zitronensäure hier als, ja, als Dip. Raus damit und gucken, vielleicht geht ja ein richtig dicker Brocken rein. Die anderen beiden, die sind so zusammengebaut. 18er Zitronen-Pop-Up. Zitronen-Maiskorn, das ist halt klassisches Pop-Up-Rig, Zitronen-Maiskorn und dann die Zitronensäure. Was hier ein Unterschied ist oder was ich gemacht habe, ich habe ja den Untergrund abgetestet, abgesucht und es ist hier schlammiger Untergrund. Und weil hier schlammiger Untergrund ist, habe ich eben hier das Leadcore verwendet, was ja, für schlammigen Untergrund ist von der Farbe. Das ist jetzt nicht das Braune, was für den lehmigen Untergrund ist, sondern das Schlammige hat allerdings auch nur 31 Kilo. Aber das wird schon reichen. Genauso auch hier, beziehungsweise bei den anderen auch überall das Schlammige. 18er hier auch und Mais. Ja, also 18er Boily plus Mais. So sieht das aus. Ja, und wie könnte eine Futtermische für hier aussehen, wenn man das mit Futtermische probieren will? Ich teste das jetzt erstmal ohne. Erstmal laufen lassen. Und wenn das jetzt die ganze Zeit noch so schön weiterläuft, dann ist auch alles gut. Wenn ich aber merke, es geht gleich irgendwie die Frequenz runter. Das kann natürlich einfach passieren, einfach dadurch, dass es mittags ist, dass dann einfach so ein bisschen Pause ist. Aber wenn dann zum Abend hin nicht wieder die Action ist, dann baller ich Futtermische rein. Dann muss da vielleicht noch mal ein bisschen was passieren. Und wir basteln uns jetzt einfach mal eine Futtermische. Können wir, sollen wir eine Bällchen, komm, wir machen einfach mal eine Bällchenmische. Machen das auch gar nicht mit PVA. Einfach so, ich meine, das sind 10 Meter, das wirfst du so aus dem Handgelenk eben locker rein. Und wir fangen an für die Amure. Ja, verschiedenste Möglichkeiten, wo die Amure Bock drauf haben. Man kann immer ganz gut eine Erbse nehmen. Man kann ganz gut da Hanfsamenmehl kann man auch nehmen und natürlich auch Maismehl und ich überlege gerade, was wir am liebsten und am besten nehmen. Ich tendiere gerade zu Hanfsamenmehl. Ich glaube, ich nehme diesmal Hanfsamenmehl. Maismehl ist eigentlich auch ein Klassiker, wobei da auch so viel anderes vielleicht angelockt wird, ne?
Nachher hast du hier noch Giebel und Karauschen und so was alles drin. Ich meine, fürs allgemeine Angeln, wenn du, egal, wenn du alles mitnimmst, ist das nicht schlecht. Aber ich probiere es mal mit Hanfsamenmehl. Dann gucken wir mal, was wir alles an Zitrone haben. Süße Zitrone. Dann haben wir, das ist alles hier würzig, aber wir nehmen hier süße Zitrone. Feed Pellet 15. Joa, das ist doch praktisch. Wir ballern erstmal die ganzen Zitronen-Feed Pellets rein. Dass wir hier voll auf Zitrone sind, in verschiedensten Größen. Und gibt es noch Limette? Nur als Pop-up. Zitrone als Zitrone. Auch nur Pop-up und sinkende Boilies. Wir könnten jetzt natürlich einen schreddern, aber lohnt eigentlich nicht. Das heißt, ich mache noch was rein, irgendwas Grasiges. Haben wir noch was Grasiges hier? Gras machen wir noch mit rein. Ja, das lassen wir, glaube ich, so mit dem Gras. Gras und Zitrone und Hanfsamenmehl. Vielleicht könnten wir sogar eine Zitrone noch wegmachen und machen hier nochmal Hanf mit dazu. Oh, da fällt mir ein, ich habe wieder den magischen Hanf vergessen. Der magische Hanf, Alter, der macht es in der Regel. Ah, da muss ich dann doch nochmal wieder nach Holland. Ich brauche magischen Hanf. Dann nehmen wir einfach hier würzige Hanffeeds, die kleinen. Oder Hanffeeds, nehmen wir die Fünfer, die sind ein bisschen größer. So, also magischer Hanf und Graskuchen. Dazu jetzt hier Zitrone, Hanf und das Ganze machen wir aber trotzdem nochmal mit Zitrusmischung. So, und dann nehmen wir das hier Zitrus plus Hanf und ab dafür. Anfertigen. Zöp, 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 zöp. Wunderbärchen, schöne Futtermische. Und weißt du was, wir machen vor Spaß noch direkt eine zweite. So. Also, warum diese Komponenten? Warum jetzt auch den Hanf? Gucken wir gerade mal rein. Also dieses Grasige und so funktioniert halt auch immer gut für die Graskarpfen, für die Amure. Da kann man das halt immer ganz gut verwenden. Es gibt ja hier eine Graskarpfenmische und siehe da, da ist halt Hanfsamenmehl mit drin. Leinsamen mit drin, Mais mit drin, Koriander ist sogar mit drin. Also auch das, ne, wenn ihr jetzt nicht so viel Schnickschnack machen wollt, einfach hier diese Graskarpfen-Futtermische verwenden. Allerdings ist das auch jetzt nicht gerade Anfängerbereich in Futtermische und Futtermische herstellen. Da muss man halt schon mal ein bisschen Gas geben. Ne, auch das ein Grund, warum man hier nicht mit Level 12 das Ganze macht. Ich meine, einfach mal ausprobieren, ob man hier was fängt, kann man natürlich machen. Einfach mal so ein Boilie dranhängen. Aber wie gesagt, damit schrottet man sich sein Setup komplett. Also wenn man es richtig zusammengebaut hat, geht vielleicht nicht was zu Bruch, aber man hat natürlich mächtig viel Verschleiß drauf. Alleine sowas hier, was ich jetzt hier gerade rausziehe auf dem Starter-Set, das Ding rennt erstmal bis nach da hinten in die Ecke oder zieht einen einfach leer. Und mit einem passenden Setup ziehst du den halt, ne? 16 Kilo, zieht man den halt dann einfach raus. So, im Moment, wie gesagt, ich bin noch zufrieden. Theoretisch. Ja, würde ich aber auch gerne die Mische testen. Soll ich einfach mal reinballern? Nachher versaue ich mir den Spot, ne? Weißt du was? Ich baller mal nicht rein. Also, das hier jetzt gerade eben ist schon richtig, richtig gut Kohle. Ich blende das gleich nochmal ein. Ich bleibe nämlich jetzt hier noch ein bisschen stehen. Ich blende das dann gleich einfach mal ein, was das an Kohle gebracht hat. Einfach nur hier so die ersten 13 Minuten. Und ja, dann könnt ihr ja selber entscheiden, lohnt es sich für euch oder nicht. Das Ganze ist natürlich auch wieder auf Langzeit angelegt. Das heißt, länger hier stehen bleiben, ausprobieren, verschiedene Boilie-Größen testen, verschiedene Wetter und Temperaturen probieren und so weiter und so weiter. Und dann auch mit Futtermische experimentieren. Und wenn das hier an der Stelle später vielleicht mal nicht geht, werde ich als nächstes, wie vorhin schon gezeigt, da hinten mal hingehen und einfach mal in diesem Bereich mich hinstellen und das Gleiche einfach nochmal probieren. Also, Petri, ihr Lümmels, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, wenn es dir geholfen hat, das hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.